Der FC Memmingen, wie gewohnt ganz in Rot, feierte zuletzt den ersten Sieg in Pippinsried. Und jetzt kommt vor 513 Zuschauern auch noch ein gern gesehener Gast in die Arena. Der SV Schalding-Heining hat seit 2017 alle Duelle mit den Allgäuern klar verloren. Und auch die aktuelle Formkurve mit 5 sieglosen Ligaspielen spricht nicht unbedingt für die Niederbayern. Die Anfangsphase allerdings sehr ausgeglichen. Beide kämpften sofort um jeden Zentimeter Rasen. Doch bereits in der 11. Minute klingelte es dann erstmals im Gästekasten. Oktay Leyla verwertet eine Hereingabe von links zum 1:0 für den FCM. Durchaus eher überraschend zu diesem Zeitpunkt. Bei Schalding ging allerdings nicht viel nach vorne. Lediglich diese Aktion von Memmingens Torwart Mustafa Özitay sorgte mal für Aufregung. Ansonsten das Offensivspiel der Gäste überschaubar. Allerdings rissen auch die Hausern das heimische Publikum nicht gerade von den Sitzen. Roland Wohnlich versucht es nach 23 Minuten mal mit einem Drehschuss, trifft aber die Kugel nicht voll. Voll traf dagegen Ex-Profi Martin Dausch einen Freistoß in der 37. Minute. Simon Busch im Schallinger Kasten durchaus mit Problemen, dieses 40-Meter-Geschoss unter Kontrolle zu bringen. Die Führung der Hausern zur Pause aufgrund der etwas gefährlicheren Szene nicht unverdient. Schalding sicherlich gezwungen, nun offensiv mehr in Erscheinung zu treten. Trainer Stefan Köck wechselte auch doppelt, brachte aber vorerst nicht viel. Stattdessen Memmingen nah dran am zweiten Treffer. Thilo Wilke setzt das Leder in der 57. Minute aus Nahdistanz knapp drüber. Und das rächte sich umgehend im unmittelbaren Gegenzug. Die erste richtige Torannäherung der Gäste, Flanke auf den Schädel von Fabian Schnabel. Und der setzt den Kopfball wunderbar, der 1:1-Ausgleich mehr oder minder aus dem Nichts. Das gab aber nicht den Schaldingern Energie, sondern den Memmingern. Sie erhöhten sofort wieder den Druck. Und in der 63. Minute macht Dausch den Arjen Robben. Von rechts nach innen und in den Winkel abgeschlossen. Traumtor zum 2:1. Auch in der Folge eigentlich nur die Hausern am Drücker. Pascal Mayer verpasst nach 70 Minuten den dritten Treffer für die Allgäuer. Eigentlich war es ja aber nur eine Frage der Zeit, bis die Entscheidung fiel. Und in der 78. Minute ist es Gökhalp Kilic, der es da ganz ähnlich macht wie zuvor Dausch. 3:1. Das sollte auch der Schlusspunkt in dieser Partie sein. Ja, wir haben Schalding im Griff gehabt in der ersten Halbzeit. Die wussten eigentlich nicht, was tun. Wir haben immer wieder unsere Nadelstiche nach vorne gesetzt. In der zweiten Halbzeit hat dann Schalding ein bisschen anders gespielt, mehr mit langen Bällen operiert, aber eigentlich haben sie im Endeffekt trotzdem nichts Großes gehabt, haben dann das 1:1 gemacht. Das ist unglücklich für uns, aber wir haben weiter dran geglaubt und gehen dann verdient 2:1 in Führung und machen dann das 3:1 hinterher. Ich glaube, die Statistik der gewonnenen Kopfballduelle im Mittelfeld war gefühlt 5:1:5 und zweite Bälle ungefähr das gleiche. Von dem her hat uns wiederum unser eigenes Tor da keinen Auftrieb verschafft und am Ende war es dann aufgrund der höheren Zweikampfquote mit Sicherheit des Gegners, war es dann ganz einfach ein verdienter Sieg für den FC Memmingen. Nach dem ersten Auswärts gelingt dem FCM nun auch der erste Heimsieg in dieser Saison. Die Probleme in Schalding werden dagegen größer, 6-mal in Folge sieglos. Und am Dienstag kommt nun der FC Bayern.